Wir sind jetzt auf dem Weg nach Amsterdam. Wir müssen jetzt übers Markermeer, gleich durch die Brücke hier, und ich hoffe, dass wir nicht so viele Wellen haben. Wir gehen dann in Amsterdam durch die Schleuse und dann in den Amsterdam-Rietkanal rein, den wir komplett durchfahren. Nach der Schleuse, dann suchen wir uns den nächsten Hafen. Wir fahren jetzt durch die Brücke ins Markermeer. Hier hat man in den letzten Jahren ein Stück daneben gesetzt. Das Ganze ist also doppelt so breit wie vorher. Dieses vordere Stück ist neu. Man sieht es auch am Beton. Und es wird ja schon deutlich windiger. Ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm. Es ist draußen ganz schön windig. Und wir deshalb fahren wir mit Zug und Verdeck und haben jetzt den Autopiloten eingeschaltet und fahren jetzt einfach mal Richtung Amsterdam. Man sieht auf dem Navigationsdisplay, dass uns ein Berufsschiff gleich entgegenkommt. Dank AIS kann man das alles erkennen. Ich brauche das Lenkrad nicht benutzen, das Schiff macht das alles automatisch. Wir verlassen jetzt das Eiselmeer und kommen langsam Richtung Amsterdam. Natürlich ohne Regen ging es mal wieder nicht. Wir sind gut nass geworden. Aber wie sagt man so schön, es gibt kein schlechtes Wetter und es gibt nur schlechte Kleidung. Traum von Amsterdam, der wie Hoffnung nahm, allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Ja, jetzt sind wir gleich an der Schleuse von Amsterdam. Und das Wetter ist nicht schön. Ich sehe aus wie ein Eskimo. Wir haben Glück. Die Kollegen fahren alle gerade raus mit ihren Seglern und ich hoffe, dass wir gleich dann grün bekommen und rein können. Ja, es geht schon auf rot-grün. Das heißt, wir sind als nächstes jetzt dran und können gleich reinfahren. Die Sportschleuse in Amsterdam haben wir wieder perfekt genommen. Wir mussten nicht halten und konnten gleich reinfahren und das Tor geht auch schon wieder auf. Jetzt fahren wir in den Amsterdam-Rietkanal ein. Das sind ja 46 Kilometer Wackelei, weil durch seine Spundwände werden die Wellen immer wieder zurückgeworfen und dadurch hat man doch einen relativ starken Wellengang auf dem Amsterdam-Rietkanal und es ist eine unruhige Fahrerei. Regen und Einöde auf dem Amsterdam-Rietkanal. Zur Bespaßung machen wir 80er-Party. Bei dem schlechten Wetter muss man sich halt gute Laune machen. Da höre ich mir mal die 80er an, halt, vor deinem Talking. Gleich wird es spannend. Wir stehen ganz vorne in der Schleuse und es kommt noch ein ganz dicker rein. Das ist echte Maßarbeit, die der Frachter hinter uns macht. Und ich hoffe, er hat gute Bremsen. Wir haben Glück, die Nordkap ist mit 135 Metern schon drin und fährt auch nicht mehr. Das ist wirklich ganz knapp, wie die überhaupt nur in die Schleuse kann. Das Tor geht aber hinten schon zu. Wir sind hier angekommen in der Segelvereinigung de Lek. Direkt nach der Ausfahrt aus dem Amsterdam-Rietkanal rechts rum und dann sind es nur 500 Meter und die haben einen wunderschönen langen Steg, wo wir beide gut dran passen. Hier werden wir über Nacht bleiben. Die Preise sind mit 1,25 Euro pro Meter und 1 Euro für Strom auch im akzeptablen Bereich, sogar sehr günstig. Da kann man nicht meckern. Hier oben
geht es auch gleich in einen kleinen Ort. Der soll nur 10 Minuten weg sein, wo es auch mehrere Restaurants gibt. Die Zeltvereinigung de Lek, ein privater Hafen mit rund 50 Mitgliedern. Das ist ein ruhiger Ort hier zum Entspannen. Die Hafenanlage ist klein, aber fein. Tolle Sanitäranlagen mit super Dusche und Toiletten. Die Gegend lädt ein zum Verweilen. Auch die entfernte Autobahn stört nicht großartig. Gleich geht es hier weiter. Sorgen macht mir der etwas niedrige Wasserstand. Wir haben gerade irgendwie Ebbe und ich hoffe, dass wir mit den Schrauben hier nicht im Sand wühlen. Sand wäre ja noch okay, aber Stein im Wasser und die Schraube wird beschädigt, das wäre nicht so gut. Man liegt hier etwas unruhig, weil immer ein Schwall Wasser rein und raus geht durch die Berufsschifffahrt draußen. Das sorgt dafür, dass die Leinen und die Fender knarren. In der Nacht ist das nicht so toll, aber zum Glück war auch weniger los. Ich habe die Leinen nochmal neu befestigt, sodass es etwas erträglich war.